Frage ist, wo gehen wir zuerst hin? Und was machen die Setzer? Also, was haben die für eine Aufgabe? Oh, warte, ich darf nicht klauen, ne? Zählt er als Clown? Wenn ich den Hammer dann nehme, ist das Clown? Ah, da, okay, da steht Nehmen verboten. Glaub nicht, dass du hier etwas klauen kannst. Ich klau doch gar nichts. Guten Tag, mein Herr. Lass mich. Oh, ja. Hallo? Doch nix. Was ist los bei euch? Echt? Hallo, ich tue überhaupt nichts. Boah, sind die misstrauisch. Na gut, da gucken wir uns mal ein bisschen um. Weißt du, hier darfst du gar nichts. Ist hübsch hier. Das darf man. Die Soundkulisse ist geil. Die hat was. Was ist eigentlich für eine Festigung? Alter, was ist denn das hier? Für eine krasse Balliste. Holy crap, ich wollte die hoch. Geiler Scheiß, zieh ich das mal rein, ey. Nices Ding. Boah, wenn da einer auf der Brücke steht und rummuckt, dann macht er da mal pfumm und dann ist das ganze Ding mit Brücke weg. Also wer auch immer da drauf stand. Dann so eine Bellblechpappe hier. Oh, Pfeile. Die darf ich sogar nehmen. Die sind nicht gesperrt. Die zählen nicht als Clown. Okay. Dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal an, wo Ragnar so wohnt, ne? Die liegen noch. Ey, so ein Pfeil hätte ich gerne. So ein Pfeil würde ich gerne mitnehmen. Was ist das? Oh. Oh, eine Jägerhose. Oh, eine Jägerhose. So, jetzt kommt der interessante Teil. Jägerhose. Klamotten. Zack. Neue Hose. Jägerhose. Plus 4 Rüstung. Anlegen. Ja, guck mal, wie scheiße die aussieht. Egal, die gibt plus 4 Rüstung. Bringt das jetzt irgendwas in den Stats? Wenn ich jetzt hier reingehe, habe ich hier irgendwo was an Stats? Ich habe keine Ahnung. Lernpunkte, hier vielleicht irgendwo? Nahkampfwaffen, Granaten. Überleben, überleben vielleicht. Tiertrophäen. Überlebenslehrer. Okay, kann ich verschiedene Sachen lernen. Ja, interessant. Nehmen verboten. Okay, dann lassen wir das auch besser. Da sollten wir uns, glaube ich, tatsächlich jetzt gerade am Anfang noch dran halten, das nicht zu übertreiben. Oh, ich soll auch nicht in die Häuser rein, ne? Dachte er. Wer ist er denn? Ist er ein Setzer? Ist er ein Werker? Ah, das ist Eldur. Hey, du. Bist du der Ersatz? Was? Wovon redest du? Dann bist du es also nicht. Egal, entschuldige die Störung. Wie freundlich der ist. Einfach. Komm her. Gibt's noch was? Ja klar. Was sind das für Setzlinge hier? Lass dich von Born darüber aufklären. Ich habe wirklich keine Lust, jetzt eine Lehrstunde über Weltenherzen abzuhalten. Was ist ein Weltenherz? Dein Ernst jetzt? Habe ich nicht gerade gesagt, dass ich keine Lust habe, eine Lehrstunde zu geben? Ach, du gibst ja doch keine Ruhe. Es ist doch jedes Mal das Gleiche mit euch Neuen in Goliath. Also, aus den Setzlingen hier werden irgendwann Weltenherzen. Siehst du die Bäume da drüben? Die Sträucher und Gräser? Das alles existiert nur, weil wir unsere Weltenherzen in Edan verteilt haben. Wir speisen die Setzlinge mit Mana und züchten sie zu Weltenherzen heran. Wir heilen mit ihnen die Welt von der Verseuchung des Elex. Alles klar? Was ist Mana? Nix da. Ich habe schon genug Lehrstunden gehalten heute. Wenn du mehr über Mana wissen willst, dann sprich mit Kaldrim. Oh. Du wirst wohl des Öfteren von Neulingen ausgefragt. Persönlichkeit 2. Was ist denn Persönlichkeit 2? Ich weiß nicht, was es heißt. Shit. Denke drüber nach. Ach komm. Oh. Ich habe nicht genug Persönlichkeit, um ihn zu fragen. Ich denke darüber nach. Mach, wie du willst. Ich lass den mal besser. Was ist denn Persönlichkeit? Mach doch nichts. Alles gut, Junge. Ah, Persönlichkeit. Ah, da habe ich noch gar keine Punkte. Okay. Oh, ich habe doch gar nichts getan, Eldur. Aber auch unfreundlich, Mann. Unfreundlicher Fatzke. Und ganz viele. Das sind übrigens die Setzer, logischerweise. Die diese Dinger hier.
füllen. Und das, da wächst dann das ganze Zeug. Ach, da oben. Alter. Der Mana-Stein. Da. Was hier? Wo ist hier so eine Brücke? Leuten? Gibt da was zu bedeuten? Warum hat von denen eigentlich sich noch keiner darüber aufgeregt, dass ich ein Jetpack hinten im Arsch habe? Oh! Verdammte Brut! Nee. Ich bin mal weg. Stimmt nicht. Verdammte Brut! Sehe ich gar nicht ein. Hallo, da stand, ich darf meine Waffe nicht ziehen. Ah. Ach, das ist eine Sidequest. Ja, so kriegt man die auch platt. 4 von 5. Geil. Urik. Ich bin so frei. Diese scheiß Mutanten. Dauernd versuchen sie, unsere Setzlinge zu fressen. Sie sind schon so ausgehungert nach Elex, dass sie es schon mit unserem Mana versuchen. Die sind so... Diese scheiß Mutanten. Mutanten fressen doch Elex. Mutanten fressen doch Elex. Unser Mana ist nichts anderes als umgewandeltes Elex. Also versuchen die Mutanten, unsere Setzlinge zu fressen. Immerhin sind diese voll von Mana. Ich bin übrigens Urik vom Hammer-Clan. Ich kümmere mich um die Setzlinge hier in Goliath. Ah ja. Hallo, lauf doch nicht weg. Verdammte Mutanten. Verdammte Mutanten. Verdammte Mutanten. Schön, dass die Kamera jedes Mal anders eingestellt ist, ne? Ja, total geil. Hätte ich jetzt ohne nicht wirklich gesehen. Liegen hier die Leichen da irgendwo rum? Oh ja, da hinten liegen. Kann ich jetzt, habe ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, habe ich richtig gemacht. Wieso ist in denen eigentlich Metallschrott drin? Kann mir einer sagen? Und, achso, ich sollte vielleicht mal gucken. Letzter, oh, der sieht wichtig aus hier. Oh. Nee. Gerade nicht. Gerade nicht. Letzter, kann der was? Nein, kann auch nichts. Warum haben die manche so Rüstung und manche nicht? Da sind wohl manche wichtiger als andere. So ein Blümchen darf ich aber mitnehmen, ne? Ja. Okay. Also ich glaube, da oben wohnt der Boss. Sehr merkwürdig, wie er da wohnt, aber das hat der andere ja bereits gesagt, dass der sehr... Shit, jetzt bin ich da fast reingefallen. Alter. Eine Höhle, wie krass. Was ist denn da oben für ein Haus? Ich habe also für meine Verhältnisse... Für meinen Geschmack definitiv noch zu wenig Ausdauer. Ich brauche für alles echt ewig. Hello, Lady. Wache. Wir reden später. Die zieht sich erstmal schön hier so eine. Was ist für ein geiles Schwert? Die haut sich erstmal schön hier die Zigarre rein, das Mädel. Krass. Okay. Ich darf ja nicht in die Häuser, ne? Ach, shit. Ah, die trauen mir ja alle nicht über den Weg. Ich meine, gut, kann ich irgendwo nachvollziehen. Würde ich auch nicht, aber... Ah! Okay. Wir gehen mal irgendwo an eine Schmiede oder so, wo wir was verkaufen können. Wahrscheinlich ist das hier, oder? Wenn ich mal M drücke. Hier unten ist die Unterstadt, glaube ich. Oder ist das hier die Unterstadt? Also hier ist auf jeden Fall jede Menge zu tun. Und hier gibt es dann das Haus gewesen. Und hier oben wohnt der Boss. Oder nee, der wohnt hier oben. Das hier ist der Mana-Stein und hier ist wahrscheinlich das Unterstadt oder das Unterstadt. Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal das hier, oder? Doch, jetzt einfach mal da oben. Irgendwo wohnt der. Irgendwie aus so ein Aussichtsdingen. Das hier klingt auf jeden Fall nach Arbeit. Ist hier ein Besen? Nehmen verboten. Okay, dann sollten wir das mal lassen. Also nicht mal mit der sprechen. Setzerin, okay. Ist hier jemand drin? Ah. Vielleicht soll ich doch mal in ein Haus. Guck mal hier. Ansprechen, Sinda. Wenn du hier bist, um mich von der Arbeit abzuhalten, hallo, kannst du gleich wieder gehen. Jeder will etwas und ich soll es liefern. Aber darauf, wie ich das bewerkstelligen soll, weiß keiner eine Antwort. Um den Kampf gegen diese emotionslosen Alps zu gewinnen, braucht es mehr als eine Axt. Aber ein bisschen Kopfrechnen ist schon zu viel verlangt. Sollen sie mit ihren Zaubersprüchen doch das Zeug ran schaffen? Ich kann es jedenfalls nicht. Die Brüste von der zucken. Guck mal.
in mein eigenes Leben. Zaubersprüche? Beruhig dich erstmal. Der kennt die gar nicht. Beruhig dich erstmal. Mädchen, immer mit der Ruhe. Die ist voll durch. Oh, ist egal, was ich antworte, ist immer scheiße. Entweder ist sie pissig oder sie ist richtig pissig. Das ist, weil ihre Brüste halt ihren. Sind halt zu dritt. Zaubersprüche, Magie, nenn es wie du willst. Unsere Gemeinschaft schuftet sich jeden Tag den Buckel krumm, damit wir von diesem Hokuspokus profitieren. Aber was bringt mir die Zauberei, wenn ich Hunger habe? Ich lasse mich jedenfalls nicht davon blenden. Auch wenn uns die Magie vor den Gefahren da draußen schützt, ersetzt sie keinen vollen Magen. Ha? Was kann ich bei dir kaufen? Ach, alles Mögliche. Aber meistens liefert man mir leider nicht das, was ich in Auftrag gegeben habe. Das Zeug kannst du von mir aus haben, solange du zahlst. Merke dir meine Worte. Diese Stadt braucht mehr Planung, sonst wirtschaften wir uns noch selbst zugrunde. Also läuft doch nicht so gut, ne? Steht es wirklich so schlecht um die Stadt? Das kommt darauf an, wen du fragst. Wer nicht wie ich das große Ganze im Hinterkopf haben muss, der merkt sich ja nicht einmal, was hier abläuft. Ah. Oh, Persönlichkeit 4. Steckst du in Schwierigkeiten? Das kannst du laut sagen. Der Eisenclan hat mir regelmäßige Lieferungen aus dem verbotenen Tal versprochen. Und? Wo bleiben meine Lieferungen? Gar nichts bekomme ich. Faules Pack. Wird Zeit, dass Meister Thorald von seiner Pilgerreise wieder zurückkommt. Warum erzähle ich dir das überhaupt? Weil du wütend bist. Nein, kann ich helfen? Ich helfe dir natürlich. Hallo? Sind da? Oh, guck mal, wie der Gesichtsausdruck, wie fies sie schon guckt. Und der Mundwinkel so. Scheiße, ja, kein Bock auf die ganze Dreckskacke. Kann ich helfen? Ja, vielleicht kannst du das tatsächlich. Angrims Männer sind ein unfähiger Haufen gesetzesversessener Idioten. Ich war schon 100 Mal bei Angrim und habe gefragt, wo mein Nachschub bleibt. Alles, was ich höre, ist, sie sind noch unterwegs. Die sind schon verdammt lange noch unterwegs. Langsam glaube ich ihm das nicht mehr. Könntest du nicht mal mit Angrim reden? Vielleicht erzählt er dir ja mehr als mir. Klar, sicher. Dieser Meister Thorald, wo ist er gerade? Dieser Meister Thorald, wo ist er gerade? Er ist schon sehr lange weg, sodass wir ihn hier nur noch den Pilger nennen. Wo genau, weiß niemand so richtig. Er hat einen wichtigen Auftrag irgendwo da draußen. Es hat wohl mit dem Elex und unserem Mana zu tun. Aber was genau? Keine Ahnung. So gut kenne ich mich mit der Magie nicht aus. Heißt ja im Endeffekt, dass wir den wahrscheinlich treffen werden, auf kurz oder lang, ne? Gut, Persönlichkeit 4, Sachen, die nichts kosten, ist, ne? Nachschubschwierigkeiten, sagst du. Hört sich so an, als seid ihr ziemlich ausgebrannt. Tja, was soll ich sagen? Ein Krieger ist eben nur so gut wie seine Ausrüstung. Ja, das kenne ich. Mir wurde kürzlich meine gestohlen. Ach ja? Da hatte sicherlich einer dieser Outlaws seine Finger im Spiel, was? Meinst du? Klar, dieses diebische Pack lauert doch überall herum auf der Suche nach einem lukrativen Geschäft. Würde mich nicht wundern, wenn dein Kram schon längst in der Wüste Tavar auf dem Schwarzmarkt verscherbelt wird. Ah. Ich denke gerade, wer ist das im Hintergrund? Aber da hat einer Sachen geholt. Ich rede mit Angrim, bring mir was bei, ich will handeln. Ich sag erstmal, ich beruhige die Mail erstmal, vielleicht kriegen wir dann bessere Preise. Ich rede mal mit Angrim. Damit würdest du mir einen großen Gefallen erweisen. Gerne. Frag ihn, wo meine Essenslieferungen aus dem Tal bleiben. Auch wenn die Jäger und Fischer dort nicht meine einzigen Quellen für Nachschub sind, kann ich nicht auf sie verzichten. Nahrungsnachschub. Neue Mission, war doch klar. Boah, diese Brüste, von der sich die ganze Zeit bewegen. Das tut mir jetzt leid, dass ich die ganze Zeit Brüste sagen muss, aber ich meine, guckt es euch an. Das lenkt mich total ab. Also, ich hoffe, es geht euch ähnlich. Oder geht das nur mir so? Oder ist das irgendwie, weiß ich auch nicht. So, was kann die mir vielleicht Jagen beibringen? Ich frage sie mal, ob sie mir irgendwas beibringen kann. Bring mir etwas bei. Natürlich. Oh. Hier kann ich für deine Lernpunkte neue Fähigkeiten erwerben, sofern deine Attribute hoch genug sind. Persönlichkeit 0. Attributspunkte. 500 Elixit gibt mir 10 zusätzliche Attributspunkte. Ich dreimal. Erfahrener Jäger.
Brauche ich aber Intelligenz und Gerissenheit mehr? Brauche ich auch viel mehr? 50, 30. 30, 20? Wäre falscher. Händler geben mir Rabatt. Ich habe 2 Lernpunkte. Ach, muss ich die jetzt... Warte, kann ich die jetzt einsetzen, oder? Warte mal, falscher? Nee, kann ich nicht. Mir fehlen nämlich die einzelnen... Mir fehlen nämlich Gerissenheit und den ganzen anderen Kram. Okay. Sinda, geh doch nicht. Ich will handeln. Ich will handeln. Gut. Sieh dich nur um. Ich will handeln. Was hat sie denn? Das hier ist kaufen, verkaufen. So. Eisenstange. Verkaufen. Setzerbogen. Nee. Handgranate. Nee. Rostige Axt, Jägerhose. So Gegenstände. Schwefelbrocken. Schnaps. Brause. Suppe. Bier. Trockenfleisch. Setzerbrot. Mächtiger Heiltrank. Ich habe 548 Energiespeicher, Heiltränke, Mana-Pflanzen, jede Menge Kraut, kleine Heilpflanzen, Mana-Pflanzen, Knochen, pures Mana. Wo habe ich das denn her? Reines Elex. Wo habe ich das denn herbekommen? Was? Elektroschrott gibt 10. Klebeband. Heilschrott gibt auch 10. Was? Goldbrocken. Ach, guck mal, man kann die Dinger verkaufen, die Gebetsbücher. Nee, die behalte ich erstmal. Ach, guck mal, man kann auch die Kartendinger verkaufen. Das ist ja krass. Dann kann man natürlich... Natürlich abgefahren. Willam, komm. Brauche ich wirklich nicht. Und den Besen brauche ich auch nicht. Hammer. Brauche ich keine 2. Eine Rohrzange. Schatulle. Könnte wertvoll sein. Klopapier. 234 Zigaretten. Haha, krass. Jetzt sind Pfeile, Schrotpatronen. Okay. So, was kann man denn bei ihr kaufen? Gucken wir mal. Das ist alles. Okay, Waffen. Ein Beil und eine Zwinge. Kann ich nicht mal benutzen, weil ich nicht genug Stärke habe. Das, ich kann beides nicht benutzen. Schaden 30 plus 8. Weil nämlich plus 8, weil unseres Ding. Schaden 22. Deswegen. Okay, das wär, die wäre aber besser, aber kann ich nicht verwenden. Dunkelgrüne Stoffkapuze. Ja, die können wir mal kaufen. Warum denn nicht? Na klar. Habe ich die jetzt? Immer dieser Technikkram. My name is Oliver Queen. For 5 years I have to become someone. No, something else. I am the Green Arrow. Wartet. I am the Green Arrow. Oh. Spielt man nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Habe ich vergessen. Ups. Tut mir leid. Wollte ich wirklich nicht. Ich wollte nur Green Arrow, blöde Green Arrow Witze machen. Tut mir leid. Hier ist eine. Sinders Truhe. Boah, da ist bestimmt richtig geiler Stuff drin. Was ist, wenn ich jetzt die Wache töte und dann Sinder töte? Kann ich was für dich tun? Nein. Kann ich bei dir noch irgendwas lernen? Kann ich nicht. Oh. Ist das eigentlich nur der Charakter, der jetzt irgendwie... Wo sich irgendwie die Oberweite bewegt? Oder ist das bei allen Frauen? Ja, das nicht, ne? Okay. Die Kriegerin. Was gibt's denn hier drin? Wir gehen mal noch ein Haus weiter. Ich muss mich einmal an die Dunkelheit gewöhnen. Ist hier irgendwas? Hier ist erstmal nichts drin. Ich werde hier nicht plündern. Nein. Steck ja nichts ein. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Die Finger bleiben bei dir. Klar? Ja, bleib der Ruhe. Alles gut, Junge. Alles gut. Ich mach nichts. Wirklich nicht. Bin ganz brav. Ich habe nicht vor, irgendwas zu klauen. Ganz ehrlich nicht. Ehrlich, wirklich echt nicht. Gehen wir mal da oben hoch. Immerhin haben wir jetzt schon mal gesehen, wie man handeln kann. Das finde ich schon mal gut. Oh, hier ist bestimmt so ein Kräutertyp. Ah ja, hier ist die Taverne. Weg, Leute. Trinkt nicht so viel. Werker? Ist das da hinten? Setzerin, okay. Ja? Anführung Krieger, okay. Den Krug nehme ich nicht. Da reden wir erstmal mit... hier ist Oran. Da ist Oran.